Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel gegen den ersten FC Heidenheim. Gut 1000 Hansa-Fans werden mit dabei sein. Alle Anreiseinformationen wie immer auf unserer Homepage www.fc-hansa.de. Herzlich begrüßen darf ich an meiner Seite heute Simon Rein, der euch Rede und Antwort stehen wird, und auch unseren Cheftrainer Jens Hertel. Jens, vielleicht ein ganz kurzer Blick auf die Trainingswoche. Wie lief die Vorbereitung nach dem ja sehr kräftezehrenden Pokalspiel? Wer wird am Sonntag mit in den Flieger steigen? Und, oder drehen wir mal lieber um, wer kann nicht mit einsteigen? Ja, definitiv nicht mit dabei sind Maurice Littger und Tobi Schweder, aber sie machen Fortschritte. Ich habe sie jetzt auch immer schon mal auf dem Platz gesehen, mit dem Physio oder mit dem Athletiktrainer. Ich denke, die sind auf einem guten Weg. Da, bei Maurice wird es sicherlich noch einen Ticken länger dauern als bei Tobi, aber es geht vorwärts. Alle anderen haben eigentlich fast komplett die gesamte Trainingswoche absolviert. Nur Juli haben wir heute mal mit leichten Rückenproblemen draußen gelassen, aber das sollte für Sonntag kein Problem sein. Der wird also, könnte morgen mit dabei sein. Alles andere werden wir morgen nach dem Abschlusstraining, das wir dann hier noch zu Hause machen, bevor wir dann fliegen nach Heidenheim. Und deswegen warten wir da noch ab. Kann ja immer noch was passieren, dass jemand krank wird oder sich verletzt. Deswegen das letzte Okay wird es dann eben erst morgen nach dem Training geben. Gut. Eure Fragen. Sven Krise von Etis. Die Gegnerbeobachtung war diesmal relativ einfach, weil man ja ein paar Tage vorher gegen die gespielt hat. Gab es denn Erkenntnisse, die Sie jetzt haben, die Sie vor dem Pokalspiel über den Gegner noch nicht hatten? Grundsätzlich nicht, aber wenn man sich das Spiel dann nochmal in Ruhe anschaut, dann sieht man schon, was sie auch für eine enorme Wucht eben haben. Es war halt auch ein großes Thema bei uns in dieser Trainingswoche, umschalten in beide Richtungen. Also sie schalten blitzschnell um nach vorn, wenn sie Bälle gewinnen, werden die sofort tief gespielt, drücken viele Spieler mit nach. Wir haben das im Pokalspiel hier zu Hause gut verteidigt, viel, viel besser, als wir das teilweise eben doch letztes Jahr in der dritten Liga getan haben. Aber das war halt auch notwendig und trotzdem haben sie eben immer noch Situationen gehabt, wo sie uns eben hätten auch richtig wehtun können. Deswegen wird der Fokus weiter darauf liegen, natürlich auch defensiv immer wieder gut umzuschalten, auch mit genügend Spielern. Generell auch eine gute Restverteidigung zu haben. Da haben wir auch so ein paar Situationen gehabt, wo wir eher hätten ranschieben können und uns den Weg auch am Ende dann über 60, 70 Meter hätten sparen können. Und natürlich auch nach vorn, weil die Fenster, die sind natürlich auch bei Heidenheim immer mal offen, aber die werden halt relativ schnell geschlossen. Also das heißt, wenn wir eine Situation haben, umzuschalten nach Beigewinn, dann müssen wir halt noch schneller und versuchen dann auch hinter die Kette zu spielen, entweder flach durch oder drüber chippen. Da gab es halt auch Situationen für uns, wo wir hätten auch noch zu mehr Torchancen kommen können. Ansonsten muss man sagen, von der Intensität her haben wir für unsere Verhältnisse auch einen deutlichen Schritt gemacht. Aber das ist auch notwendig und wir müssen uns da sogar noch mal weiter verbessern in all den Bereichen, weil das fordert uns die Liga ab. Wenn ich jetzt auch andere Spiele sehe, gerade so Umschalten nach Beigewinn, es geht bei vielen blitzschnell und da musst du halt dann auch immer wieder reagieren und diese Wege machen und das kostet dann halt am Ende eben auch Kraft und Energie, aber das ist halt am Ende notwendig, um Spiele zu gewinnen und dafür sind wir da und dafür stehen wir auf dem Platz und deswegen wollen wir jetzt auch in Heidenheim daran anknüpfen, was wir hier eben auch zu Hause geschafft haben, dass wir das dort nochmal schaffen, auch wenn wir wissen, dass wir da auf einen hochmotivierten Gegner treffen, der natürlich auf jeden Fall da in der Liga Revanche nehmen will für dieses Pokal aus. Das würden wir auch tun, wenn wir so ein Spiel dann halt verlieren, wo wir eben nicht so schlecht drin waren. Und das war Heidenheim nicht. Aber wir waren in den entscheidenden Situationen dann halt an dem Tag auch einen Tick besser, indem wir halt die Tore gemacht haben. Christian Liesch von der Ostsee-Zeitung. Das ist eine bisschen theoretische Frage, aber ist es ein Vorteil für Sie, dass man das Spiel nach dem Erfolg am vergangenen Sonntag gleich 7 Tage später hat? Oder wäre es eigentlich besser gewesen, die kommen im Laufe der Saison nochmal? Na, das werden wir sehen. Abschließend kann ich das dann erst beantworten, wenn das Sonntagsspiel gelaufen ist, ob das gut war, direkt wieder dort anzutreten und vielleicht für uns so ein Stückchen Euphorie mitzunehmen. Aber auch in dem Wissen, dass wir auch nochmal ein paar Dinge deutlich besser machen müssen, wenn wir dort bestehen wollen. Das ist nochmal ein anderes Spiel. Sie spielen zu Hause. Generell, wenn man Heidenheim auswärts und zu Hause sieht, dann ist das nochmal ein deutlicher Unterschied. Gerade so was Wucht, auch was dann halt nochmal so auch Risiko in der Offensive betrifft, da sind sie dann
zu Hause schon nochmal ein Stück mutiger und auch stärker, als wenn sie auswärts spielen. Sie hatten hier einen klaren Matchplan, das auf unsere Fehler lauern, umschalten und die Situation nutzen. Und da haben sie uns ja schon auch Mühe gemacht. Aber wir haben gewackelt, aber sind dann nicht umgefallen. Und jetzt müssen wir dann sehen, dass wir das ein Stück weit eben stabiler bekommen und im Umkehrschluss eben auch leichte Ballverluste dann eben auch vermeiden, auch nach unseren Standards, wo es dann halt dann auch rasend schnell geht, dass sie dann halt umschalten, wenn wir dann halt auch gerade so zweite Bälle dann vor die Kette spielen statt hinter die Kette, dann wird es halt, ist das für sie so ein gefundenes Fressen, wo sie drauf lauern, um dann eben loszumarschieren. Oliver Kramer von der dpa. Vielleicht nochmal zur Stimmung. Sie haben es gerade angesprochen. Wie würden Sie jetzt auch so sagen, wenn Sie alle drei Pflichtspiele zusammenfassen, hat die Mannschaft jetzt das Gefühl, ja, wir können auf diesem Level mindestens mithalten? Ich denke, das sollte sie mitgenommen haben. Also das ist auch meine Wahrnehmung, was ich so im Training sehe oder was ich so in der Kabine wahrnehme, dass sie schon noch wissen, dass sie, wenn wir alles raushauen, was wir an Qualitäten und an Physis und an Mentalität haben, dass wir in dieser Liga bestehen können. Das haben alle drei Spiele gezeigt. Und daran gilt es natürlich jetzt anzuknüpfen. Nicht jetzt das zu sagen, okay, das ist jetzt so und das wird immer so bleiben, sondern in dem Wissen, wir müssen uns das immer wieder auch Woche für Woche in jedem Spiel hart erarbeiten und wollen in jedem Spiel halt auch Punkte mitnehmen. Und da müssen wir auch immer wieder auch physisch ans Limit gehen. Gerade jetzt in Heidenheim gegen eine Mannschaft, die im letzten Jahr, glaube ich, in allen physischen Daten da relativ weit vorne stand, ob das eine Laufleistung oder intensive Läufe oder Sprints war. Und wenn wir bestehen wollen dort, dann müssen wir das mitgehen, das Tempo und auch die Intensität. Und deswegen trainieren wir und daran arbeiten wir. Woche für Woche haben die ganze Vorbereitung intensive Einheiten absolviert. Und jetzt wollen wir uns dafür belohnen. Und da hoffen wir natürlich auch, dass sie vielleicht ein bisschen zu wütend sind und wir dann vielleicht doch auch die eine oder andere Situation noch mal mehr bekommen als hier zu Hause in dem Pokalspiel. Olli. Sie hatten bislang nicht so viel Grund zu tauschen in der Startelf. Nun haben sich aber einige Spieler immer mal wieder, die jetzt nachrückten, wie Richie Munsi und Omla, angeboten, mehr als angeboten. Denken Sie schon darüber nach, noch ein paar Änderungen vorzunehmen? Ja, das sollte man als Trainer grundsätzlich immer machen und dann muss man das dann immer auch neu bewerten und dann von Spiel zu Spiel dann auch entscheiden, auch zu sehen, was der Gegner macht oder was uns da erwartet. Und auf der anderen Seite haben wir das trotzdem auch bis dahin, bis wir gewechselt haben, ja jetzt auch nicht so schlecht gemacht, da stand es 1-1 und das wäre jetzt auch so zumindest ein Minimalziel für uns, dass wir dort halt auch einen Punkt mitnehmen. Und dann haben wir ja, glaube ich, dann insgesamt, John oder so ist ja dann erst kurz vor Spielende eben raus, kurz vor Beginn der Verlängerung und hat das, ja, kann sicherlich auch noch besser, aber hat da schon auch, gerade im Pressing oder so, haben wir ihnen auch viel Mühe gemacht, sie haben selten kontrolliert rausspielen können und das war schon auch ein Verdienst und das kostet dann halt auch Kraft, manchmal fehlt das dann vielleicht für eine Offensivaktion, wo dann halt ein Meter mal fehlt, um irgendwie selber irgendwo nochmal zum Abschluss zu kommen, aber Situationen waren da und deswegen ist das gut so, dass die Jungs, die eben jetzt auch vielleicht nicht von Anfang an spielen, trotzdem zeigen, sie sind da. Und ich glaube, doch die Rolle dann auch zu akzeptieren, wenn das jetzt im Moment so ist, dass ich eben erstmal doch von der Bank komme, weil die Jungs, die eben auf dem Platz stehen, das nicht so schlecht machen. Da wird es immer mal Schwankungen geben und dann muss man dann als Trainer dann auch immer mal entscheiden, wann wechsle ich was und wann ist jemand mal dran, auch zu starten. Und diese Überlegung hat man immer. Also das ist... Da guckt man auch in die Trainingswoche rein und versucht so ein bisschen ein Gespür zu finden, aber auf der anderen Seite gäbe es jetzt auch keinen Grund, viele Wechsel anzustreben. André Gericke von den NNN. Ist es aber vielleicht auch eine Möglichkeit, um den Gegner vielleicht vor eine andere Aufgabe zu stellen, der jetzt ja auch das Spiel quasi eine Woche vorher hier hatte, mit vielleicht ein, zwei Wechseln? Das ist immer eine Möglichkeit, aber wir wissen ja auch nicht, was Frank Schmidt macht, ob der jetzt vielleicht auch irgendwo ein paar Wechsel bei sich vollzieht, wo es dann halt auch auf einmal wieder eine andere Konstellation wäre. Wir müssen schauen, was sie für eine Grundordnung auf den Platz bringen, ob er bei dem 4-4-2 bleibt oder ob es wieder zurück zum 4-2-3-1 geht, weil da verschieben sich dann schon ein paar Situationen in ihrem Anlaufen und dann würde sich das auch für uns verändern im Spielaufbau.
Und da müssen wir dann ein Stück weit drauf reagieren. Und wenn das halt mit dem Personal nicht funktioniert, dann hat man immer noch die Chance, eben auch zu wechseln. Ich muss ja auch sagen, dass die Qualität von manchen Jungs dann eben auch zur Geltung kommt, wenn der Gegner halt auch schon ein Stück müde ist. Und es ist dann auch immer eine andere Situation, wenn ich jetzt in ein Spiel starte gegen eine topfitte Mannschaft oder ob ich dann halt nach 90 Minuten reinkomme und die Gegenspieler haben schon 90 Minuten auf der Uhr und ich bin frisch, dann sehe ich natürlich in vielen Situationen besser aus, weil ich dann halt noch die Läufe anziehe, die ich vielleicht dann nach 90 Minuten nicht mehr anziehen kann. Und deswegen kann man das jetzt auch nicht immer vergleichen, genau wie die Jungs, die reinkommen. Wichtig ist, dass sie ihren Teil dazu beigetragen haben und dann haben sie einen großen Teil dazu beigetragen. Julian Riedl hat das Tor vorbereitet, Rich Munzi hat ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet, Schumacher hat ein Tor mit vorbereitet. Die waren dann in den Situationen eben auch für uns da und haben auch diese Läufe noch mitgemacht, wo wir eben auch Heidenheim hätten dann das ein oder andere Mal nochmal hätten wehtun können. Und das ist die Erwartung, die ich eben auch von den Jungs habe, wenn sie reinkommen, dann eben Vollgas zu geben. Den Jungs, die jetzt gestartet sind, zu zeigen, hey, wir sind da und wir können halt auch noch Spiele drehen und auch Spiele für uns entscheiden und ihr seht halt, unsere Qualität ist auch wichtig und das ist genau das, was du brauchst, dass du eine Mannschaft hast, wo alle zusammen an einem Strang ziehen, die auf dem Platz sind, alles rausfeuern, was drin ist und dann eben auch ehrlich sagen, okay, wenn der Tank leer ist, dann gehe ich halt raus und wenn das halt nach einer Stunde ist, dann ist es nach einer Stunde und dann haben wir immer noch 30 Minuten, wo jemand dann halt, der frisch ist, dann nochmal Alarm machen kann und den Gegner nochmal auch vor ein paar Herausforderungen stellt. André. Das war ja auch, glaube ich, letztes Jahr schon so eine Qualität, dass man nachlegen konnte. Würden Sie sagen, dass Sie im Vergleich zur Liga vielleicht noch mehr Möglichkeiten haben oder noch mehr nachlegen können von der Bank, wenn man jetzt so sieht, wie die letzten Spiele gelaufen sind? Ja, das haben wir immer. Also das Gefühl, dass wir, wenn wir dann halt gewechselt haben, das war ja schon in Hannover so, dass wir dann halt immer noch mal eine neue Komponente reinbringen können. Jeder hat unterschiedliche Qualitäten und das ist schon auch so, dass es im Moment auf jeden Fall keine Schwäche von uns ist, dass wir eine schwache Bank haben, sondern nee, wir haben eine starke Bank und es ist gut, wir haben jetzt 9 Wechsler, also 8 Feldspieler, die du dann halt noch mal bringen kannst. Du kannst 5-mal wechseln. Das gibt dem Trainer schon auch mehr Handlungsspielraum und den werden wir auch nutzen und das werden wir auch brauchen, weil die Intensität, die wird hoch bleiben und wir werden auch nicht alle irgendwo permanent, die jetzt auch gestartet sind, über die ganze Saison von Anfang an und immer über 90 Minuten oder über lange Spielzeit gehen können, sondern da wird es dann schon auch im Laufe der Saison immer mal auch Wechsel geben. Und deswegen ist es gut, dass wir da einen ausgeglichenen Kader haben. Ich will nur eine Frage zu Simon stellen. Er war ja jetzt im ersten Spiel dabei. Ich fand, er hat ja auch eine ganz gute Leistung gebracht. Ist es jetzt ein bisschen sein Pech gewesen, dass er bei den beiden erfolgreichen Spielen jetzt nicht dabei war? Oder wie ist so die Ausgangslage für ihn jetzt fürs Wochenende? Ja, das ist Fußball ist Tagesgeschäft. So, Simon war, glaube ich, mit einer unserer besten Spieler in dem Spiel gegen Karlsruhe, hat sich dann halt verletzt. Und dann mussten wir ja zwangsläufig wechseln. Und dann hat das aber auf der anderen Seite Bentley Baxterbahn dann aus meiner Sicht in den 2 Spielen auch richtig gut gemacht. Der war, glaube ich, jetzt auch in den Heidenheim-Spiel einer unserer wichtigsten Spieler, der dann halt viele Bälle gewonnen hat und auch gut weitergespielt hat. Und dann ist das jetzt im Moment eine Situation, mit der dann halt auch Simon umgehen muss. Und das geht halt aber auch wieder mal in die andere Richtung, dass man dann halt reinkommt und für sich dann halt Pluspunkte sammelt und dann ein anderer dann halt ausfällt. Das ist im Fußball so, dass wir müssen immer das Tagesaktuelle bewerten. Und so. Und dann zählt jetzt nicht, was dann vor 3 oder 4 Wochen oder vor einem halben Jahr war, sondern es zählt immer das, was aktuell dann geleistet wird. Und dem muss dann jeder Spieler eben auch Rechnung tragen. Aber das ist halt, wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt, dass es immer so sein wird, sondern das kann eben auch sich schon innerhalb von ein, zwei Wochen eben auch wieder komplett drehen und man ist dann wieder drin in der Startelf. Also das ist im Fußball immer möglich. Jan Dittjungheit, Ende 1 Radio MV. Als Aufsteiger besteht ja sicherlich immer der Wunsch, wie man so schön sagt, den Schwung aus der Vorsaison irgendwie mitzunehmen. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen das gerade ganz gut gelingt? Vor allem, wenn man so ein Déjà-vu-Erlebnis hat mit so einem Last-Minute-Tor wie vergangenes Wochenende? Ich denke, dass der Moment war extrem geil, kann man sagen. Ja, das war, wie das Stadion dann explodiert ist. Also einen besseren Moment hätte man sich an dem Tag nicht wünschen können, da irgendwo den Lucky Punch zu setzen. Und ich glaube, das war dann halt auch, das Stadion war voll mit 50, das war Flutlicht. Das war
Also besser kannst du dir das nicht wünschen. Und das gibt natürlich auch Kraft. Das merkt man dann. Die Stimmung in der Mannschaft ist dann natürlich eine ganz andere, als wenn du halt irgendwo ein Spiel verloren hast oder unentschieden, sondern wenn du das nimmst du natürlich direkt mit. Und das muss uns dann eben auch einen Schub geben. Und davon müssen wir auch noch eine Weile zehren, von solchen Momenten, dass wir dann halt auch in der Lage sind. Es geht ja dann, es wird nicht immer so sein, aber du hast halt den Glauben, dass du halt auch immer wieder auch einen Gegner vor Probleme stehen kannst, eine Mannschaft, die gut verteidigt, und trotzdem hast du dann hinten überlang die Lücke gefunden, wo sie natürlich sagen werden, okay, wir haben es schlecht gemacht, aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, haben es wir in der Situation richtig gut gemacht, dann, sag ich mal, überlang den Ball reingechippt und dann halt das Tor gemacht. Und davon müssen wir zehren, auch, das ist ganz klar. Welche Erkenntnisse Sie aus dem Spiel am vergangenen Wochenende gewonnen haben, haben Sie ja schon gesagt. Aber generell, gibt es für Sie irgendwelche Unterschiede in der Herangehensweise, ob es ein K.O.-Spiel ist oder ein Ligaspiel? Grundsätzlich nicht. Also weil klar muss man dann sich am Ende des Tages immer auf Verlängerung einstellen. Da hat man natürlich schon ein paar Überlegungen, wann wechsle ich wie. Das musst du jetzt nicht. Jetzt wirst du nach 90 Minuten oder Nachspielzeit 95 Minuten oder 97 Minuten ist das Spiel dann halt vorbei. Also wirst du wahrscheinlich mit den Wechseln ein bisschen offensiver umgehen als in einem Pokalspiel, wenn dann halt noch eine Verlängerung ansteht. Aber das ist das Einzige. Ansonsten geht es, das ging gegen den Zweitligisten. Wir haben jetzt nicht gegen Bayern München gespielt, wo wir sagen, okay, wo es nur darum geht, vielleicht ein gutes Ergebnis zu erzielen, sondern wir haben halt gegen Heidenheim gespielt, gegen eine Mannschaft aus unserer Liga, wo wir schon auch sagen, wir spielen hier zu Hause. Und wir wollen auch eine Runde weiterkommen. Und jetzt fahren wir auswärts dahin und da wollen wir eben auch nicht irgendwo einfach die Punkte abliefern, obwohl wir wissen, auch aus der Vergangenheit, dass es in Heidenheim grundsätzlich nicht ganz so einfach wird. Aber wir gehen das genauso an, wie das Pokalspiel oder das erste Spiel oder das zweite Spiel gegen Hannover oder gegen Karlsruhe. Alle Fragen beantwortet? Dann machen wir rüber. Ja, Simon, der Trainer hat es ja schon gesagt, nach dem Pokalaus wird Heidenheim ja sicherlich noch mal ein Stück weit motivierter sein, die Punkte zu Hause zu behalten im Spiel gegen uns. Wie ist denn die Stimmungslage jetzt bei euch in der Mannschaft und vielleicht auch bei dir? Wie schätzt ihr das jetzt ein, dass man jetzt gleich wieder gegen Heidenheim ran muss? Wäre es euch vielleicht, um mal die Frage des Ostsee-Zeitungskollegen aufzunehmen, wäre es euch lieber gewesen, vielleicht ein bisschen später in der Saison gegen Heidenheim dann spielen zu müssen? Ich glaube, es bringt auch gar nicht, sich so viel Gedanken darüber zu machen, dass man jetzt zweimal hintereinander gegen Heidenheim spielt. Der Trainer hat ja auch schon viel dazu gesagt. Die Stimmung ist sehr gut in der Mannschaft. Ich meine, wenn du im Pokal weiterkommst, dann das Spiel gegen Hannover ja auch super, auch vom Ergebnis her. Ich weiß jetzt nicht, natürlich, Heidenheim wird heiß sein, wird versuchen, sich zu revanchieren fürs Pokal aus. Aber wir können natürlich auch Rückenwind mitnehmen aus dem Spiel gegen Heidenheim. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, jetzt da sich über die Gegebenheit so groß den Kopf zu zerbrechen, sondern wir versuchen natürlich, wie immer, jedes Spiel zu gewinnen. Wird ein schweres Auswärtsspiel in Heidenheim. Aber ob das irgendwie was damit zu tun hat, ob wir jetzt gegen die schon gespielt haben, das können wir erst nach dem Spiel sehen. Okay, also kein großes Thema bei euch unten in der Kabine. Nee. Gut. Dann macht mal weiter mit euren Fragen. André. Ja, Simon, wie siehst du denn deine persönliche Lage jetzt nach den zwei Spielen, wo du zuschauen musstest? Ich bin erstmal froh, natürlich wieder fit zu sein. Verletzungen sind immer schlecht oder nicht schön als Spieler. Trainer hat natürlich gerade auch schon was dazu gesagt. Natürlich richtig. Die Mannschaft hat sehr gut gemacht. Gegen Hannover ein super Spiel, 3-0 überzeugend gewonnen, gegen Heidenheim im Pokal weitergekommen. Becks hat super gemacht. Aber klar ist natürlich auch, dass ich auch spielen will. Und das liegt dann natürlich dann am Ende des Tages beim Trainer. Wie er aufstellt, das muss er dann entscheiden. Das hat man als Spieler zu respektieren und zu akzeptieren. Und das Einzige, was man als Spieler natürlich machen kann, ist sich anzubieten im Training durch Leistung oder auch dann durch Spielzeit. Aber ja, wie gesagt, ich bin froh, dass es mit der Verletzung alles gut hingehauen hat, dass ich relativ schnell wieder dabei sein konnte beim Training. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich möglichst bald wieder auf dem Platz stehen kann. Gary.
Du hast das Spiel ja quasi von der Tribüne von oben gesehen, sogar so eine Spielbeobachtung Deluxe, würde ich mal fast sagen. Was ist dir denn so vielleicht selbst aufgefallen, was man vielleicht dann noch besser machen könnte als die Kollegen auf dem Rasen? Ich denke schon, dass wir vieles richtig gemacht haben gegen Heidenheim im Pokalspiel. Ja, man hat von oben natürlich nochmal eine andere Perspektive, da sieht man vielleicht nochmal Sachen anders, als man sie im Spiel sieht. Aber ja, ich meine, wir sind weitergekommen gegen einen gestandenen Zweitligisten, der schon seit 7, 8 Jahren in der zweiten Liga ist oder 5, 6 Jahren. Ja, wenn du so weiterkommst, dann hast du nicht so viel verkehrt gemacht. Aber es gibt natürlich immer Sachen, das haben wir auch im Video dann angesprochen. Ich meine, natürlich die perfekte Vorlage, wenn man am Wochenende darauf wieder gegen Heidenheim spielt, dann hat man aktuelles Videomaterial zur Verfügung. Das haben wir uns angeschaut, was wir noch besser machen können. Hat der Trainer auch gerade schon angesprochen, dass Heidenheim sehr viel Wucht mitbringt, im Umschalten enorm stark ist und auch, das haben wir ja selber erfahren, auch nach Standards enorm gut ist. Und da haben wir jetzt angesetzt in der Trainingswoche und das gilt es dann umzusetzen. Wenn man deine Karriere anschaut, du hast ja schon mehrfach so den Anlauf genommen für die zweite Liga und auch, hast ja auch Spiele in der ersten Liga gemacht. Was würdest du sagen, wo bist du jetzt vielleicht weiter, um dann jetzt doch quasi den, sag ich mal, den Durchbruch zu schaffen, um sich dann auch in der Liga zu etablieren? Ja, ich bin natürlich älter geworden. Man sagt ja immer, man wird älter und gewinnt an Erfahrung. Ich hatte jetzt 2 Saisons in der dritten Liga, die nicht ganz unerfolgreich waren, wo ich viel spielen konnte, mich weiterentwickeln konnte. Und ja, jetzt ist natürlich das Ziel für mich, mich auch in der Liga höher zu etablieren und regelmäßig zu spielen. Und ja, das ist das Ziel für die Saison. Und ja, daran arbeite ich. Christian? Vielleicht eine Frage so zur Emotion und zur Gefühlslage. Ist es immer noch geil, so also angekommen zu sein, sich immer wieder jede Woche zu vergegenwärtigen, wir sind in der zweiten und nicht mehr in der dritten Liga, auch die Gegner zu sehen und so, dass es immer noch pusht und ja, so ein Feuer entfacht, was vielleicht in der dritten Liga ein bisschen anders aussieht als in der zweiten jetzt? Also grundsätzlich sollte man natürlich immer motiviert und gepusht sein, egal gegen wen es geht. Aber klar, wenn man die Namen der Vereine hört, dann kann das natürlich nochmal einen extra Schub Motivation geben. Und was ich bei mir persönlich jetzt auch gemerkt habe, ist, ich bin ja im Winter hingekommen und da haben wir leider oft vor leeren Rängen gespielt. Und gegen Karlsruhe jetzt auch im Pokal, was da für eine Energie auch dann von den Tribünen kommt und sich auch auf den Platz überträgt, das gibt einem nochmal enormen Schub. Und ja, ich denke, das wird uns auch in den Heimspielen zugutekommen, dass wieder Zuschauer da sind, dass wir von der Atmosphäre getragen werden. Und ja, klar. Aber die Namen der Vereine spielen natürlich auch eine Rolle. Jan. Ja, und ich auch nochmal die Frage zum Thema Aufstiegsschwung. Ist das sowas wie eine Euphoriewelle zu spüren, die man so mitziehen kann aus der vergangenen Saison? Klar, auf jeden Fall. Das denke ich, Hansa Rostock war lange in der dritten Liga. Wenn man es dann endlich schafft, wieder hochzukommen, dann ist das natürlich was Besonderes auch für die Fans und für die ganze Stadt. Das kann man natürlich mitnehmen in die neue Saison. Ich denke, wir haben jetzt einen vernünftigen Start hingelegt. Aber im Endeffekt geht es immer wieder bei Null los. Und in der neuen Liga warten neue, bessere Mannschaften. Und da bringt der Blick nach hinten jetzt eigentlich nichts mehr. Also zwar war ein tolles Erlebnis, haben wir ja, was Tolles erreicht. Aber davon können wir uns im Moment auch nichts mehr kaufen. Alle glücklich, alle zufrieden. Dann vielen Dank an euch beide und bis Sonntag in Heidenheim.